Was man jetzt noch wissen muss, bevor man endlich loslegen kann mit Schießen, das war jetzt absichtlich ein bisschen provokativ, ne? Ist, dass es dann teilweise noch eine gewisse Quote für einzelne Wildarten gibt, die geschossen werden soll. Diese Quote kann zweierlei Funktionen haben. Entweder ist sie dafür da, zu verhindern, dass zu viel geschossen wird, dass also quasi nur meinetwegen 200 Stück in diesem Revier geschossen werden darf, Reh beispielsweise, oder umgekehrt, dass quasi mindestens so und so viel Stück in diesem Revier geschossen werden müssen, um eben zu vermeiden, dass zu hohe Schäden durch das Wild auftreten. Darüber muss man sich entsprechend informieren und diese Zahlen, wie viel denn da jetzt nun geschossen werden soll, muss, sollte. Das ist ein ganz wesentlicher Problempunkt, Streitpunkt in der Diskussion zwischen eben dem, ich nenne es jetzt mal deutschen Jäger und ökologischen Jäger. Denn der ökologische Jäger ist so ziemlich der Meinung, die Strecke, was geschossen werden soll, kann quasi unendlich sein. Da kann so viel geschossen werden, wie möchte. Und damit sozusagen impliziert, das steht zwar nirgends, aber das wird quasi impliziert, möglichst viel. So viel könnt ihr gar nicht schießen, dass das Viech in seinem Bestand bedroht wird, sozusagen. Und eben die andere Regelung wäre halt eben die, sagen wir mal, traditionelle, wie das bisher meistens abgelaufen ist, dass man sich dann quasi trifft, die Jägerschaft bzw. die höheren Vertreter der Jägerschaft in einer Region, in einem Jagdrevier mit der zuständigen Jagdbehörde, die dann meistens doch auch in irgendeiner Form in irgendein Forstamt integriert ist. Und die hocken sich dann zusammen und dann sagen in der Regel die Förster, ihr müsst mindestens 300 Stück schießen. Und die Jäger sagen, ja nee, das ist doch viel zu viel, dann sind die ja alle tot, wir schießen nur 200 Stück. Ungefähr so läuft das dann ab, nur damit ihr da mal eine grobe Vorstellung davon habt, woher eben dieser Konflikt stammt. Und man könnte natürlich sagen, dass der Förster in der Regel eher ein Interesse daran hat, dass es wenig Wild gibt, dass ihm die kleinen Bäumchen abknabbert. Der Nurjäger hat ja eher ein Interesse daran, dass es eher mehr Wild gibt, damit, wenn er auf seinem Hochsitz hockt draußen im Wald, auch 3 Rehe und 2 Hasen und ein Hirsch und 3 Wildsäue vorbeikommen und er was zu sehen bekommt. Das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend. Nicht, dass er das alles schießen möchte, er möchte zumindest mal wenigstens Wild sehen, wenn er draußen sitzt. In Kontakt mit seinem, das darf man in diesem Fall ja sicherlich auch sagen, Wild treten. Jo. Und das ist so grundsätzliche Meinungen, die weiter auseinander quasi gar nicht gehen könnten. Gut, und jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt nun ein paar Worte zur praktischen Jagdausübung verlieren können. Wir sitzen jetzt draußen im Wald, auf unserem Hochsitz zum Beispiel, und dürfen jagen, weil wir hier Jagdrecht haben und Jagdausübungsrecht haben und einen Jagdschein haben und wir haben da ein Wild, von dem wir wissen, dass es gerade nicht geschont ist und das dürften wir jetzt unter Umständen erlegen. Wie genau läuft das jetzt ab? Und die maßgebliche Quelle, um sowas rauszufinden, sind die Grundsätze, die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Waldgerechtigkeit. Da gibt es jetzt sozusagen zwei Kategorien, die schriftlich fixierten, die so im Bundesjagdgesetz zum Beispiel drinstehen, und die allgemein anerkannten, einfach nur, ohne schriftlich fixiert zu sein. Bei letzteren, das ist wieder so ein Konfliktpunkt. Einerseits, der Vorteil, könnte man sagen, ist, die Jägerschaft als Grundgesamtheit erkennt irgendwas allgemein an. Und dann ist das sozusagen gleich legitimiert vom Gesetz her, weil es drinsteht im Gesetz, was allgemein anerkannt ist, ist Gesetz. Das heißt, die Jägerschaft macht sich ihre Jagdgesetze zum Teil selbst. Wenn also viele Jäger irgendwas meinen zur Jagd, ist das automatisch richtig, wenn man so will. Problem dabei ist jetzt, dass es wenig bis keine Kontrollinstanz gibt, die sagt, was denn jetzt nun allgemein anerkannt ist und dass dieser Begriff allgemein anerkannt bestenfalls schwammig definiert ist.
Hat auch wieder Vorteile, sozusagen keiner, der keine Ahnung hat, kann den Fachpersonen Jäger in ihre Jagdausübung reinreden. Das würde ich mir gelegentlich in anderen Bereichen auch wünschen, dass Leute, die keine Ahnung haben, da einfach nichts zu sagen haben. Leider ist es in anderen Bereichen meistens so, dass Leute, die keine Ahnung haben, trotzdem angehört werden müssen. Das ist bei der Jägerschaft tatsächlich nicht so. Hat aber auch eben den Nachteil, dass vielleicht externe Personen, die sehr wohl Ahnung haben, auch nicht Gehör finden müssen. Soll heißen, die Jägerschaft muss per se nicht auf die Naturschützerschaft, wenn man sie jetzt mal so nennen möchte, hören. Ja, aber es bleibt halt grundsätzlich jetzt so vom Demokratieverständnis und ein bisschen umstritten, um es vorsichtig auszudrücken. Und weiter will ich auf das Thema jetzt auch gar nicht eingehen, weil das ist dann füllt wieder mal ein eigenes Video. Es gibt noch die fixierten Regeln der Waldgerechtigkeit, die so im Jagdgesetz drinstehen. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Die sind zusammengefasst in § 19, den sachlichen Verboten Bundesjagdgesetz. Zum Beispiel steht da drin, dass Vögel quasi nicht anders gejagt werden dürfen als per Peng. Man darf keinen Vogelleim verwenden, keine Netze oder sonstigen Scheiß, der aus tierschutztechnischen Gründen auch sehr fragwürdig ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Regelung. Das meiste sind gute Regelungen. Dann gibt es zum Beispiel eine Mindestauftreffenergie, die ein Geschoss haben muss, wenn es auf mindestens Schalenwild abgegeben wird. Meistens kann man sagen Allgemeinwild. Soll heißen, der Schuss soll, wenn er trifft, dann auch töten. Das Tier soll nicht lange leiden, verletzt durch den Waldstrom und dann irgendwann eingehen, sondern gleich tot sein. Deshalb ist tödliche Munition vorgeschrieben, sehr tödliche zum Teil. Es ist zum Beispiel auch verboten, mit Pfeilen oder Bolzen zu jagen, weil die unter Umständen nicht tödlich genug sind. Es ist tatsächlich so, ein sehr tödliches Geschoss ist viel, viel, viel tödlicher als ein sehr tödlicher Bolzen oder Pfeil. Ist nun mal so. Ja, und dann steht da auch drin, dass die Jagdzeit auf 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang bis 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang beschränkt ist, also nur tags gejagt werden darf und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es auch ein paar Dinge, die da eben nicht im Gesetz stehen, trotzdem aber anerkannt eben sind, ohne fixiert zu sein. Um einfach mal zwei Beispiele zu nennen. Zum einen, Wassergeflügel darf nur dann geschossen werden, wenn es fliegt. Es darf nicht gemütlich auf dem See hockend geschossen werden. Das wäre beispielsweise sowas, was nicht fixiert, aber immer noch vorgeschrieben ist. Und ein zweites Beispiel ist das sehr wichtige und enorm, also wirklich enorm wichtige, was ich nicht kenne, schieße ich nicht tot, Regel. Wenn man so nennen möchte, soll heißen, das Wild muss korrekt angesprochen werden. Man muss sich, bevor man schießt, klar sein, wie alt ist das Stück, was für ein Geschlecht hat das Stück. Da muss man quasi im Kopf nochmal durchgehen, wenn es ganz korrekt sein soll, wie viel habe ich denn davon schon erlegt? Ist es unter Umständen jetzt schlecht, wenn ich jetzt nochmal ein Reh schieße? Sind es dann zu wenig Rehe? Ist das jetzt gerade schon bedroht, dieses Reh? Oder wie sieht es mit dem Feldhasen aus? Gibt es in dieser Region genug davon? Und all sowas, dass man also quasi bewusst schießen soll. Dass man genau weiß, worauf man schießt. Man hat es erkannt. Im Idealfall kennt man es sogar noch persönlich, sozusagen, dass man schon mehrfach beobachtet hat, jetzt diesen speziellen Rehbock zum Beispiel, und sich dann überlegt, okay, den könnte ich jetzt eigentlich doch rausnehmen, nach reichlicher Überlegung. Und wenn man das halt eben nicht so macht, sondern, okay, da ist ein Tier, ist ein Reh, gut, bumm, Geschlecht kann man später feststellen. Und sich dann quasi sozusagen hinterher rausstellt, dass der Schuss perfekt gewesen ist, dass auch dass der Abschuss rechtens gewesen ist, weil das Tier gerade nicht geschont ist und von der Hege her zumindest so halbwegs Sinn macht, dann war das trotzdem nicht weitgerecht, diese Handlung, weil man nicht alle Parameter, die man hätte ansprechen sollen, vorher angesprochen hat. So.
nicht Bestandteil dieser Weitgerechtigkeit. Ich blende euch hier unten übrigens jetzt eine Menge Beispiele ein, was da so alles drinsteht, zumindest in den schriftlich fixierten Teil, was da alles eine Rolle spielt. All diese Regeln im Kanon der Weitgerechtigkeit kann man so mehr oder weniger in ein paar Kategorien einteilen. Da wäre zum einen die Kategorie dem Wild unnötiges Leid ersparen. Heißt, tödliche Munition verwenden, beispielsweise. Grundsätzlich, wenn das Wild doch mal nur angeschossen sein sollte und flüchtet, dann muss man auch sofort mit der Nachsuche beginnen, quasi das Wild sofort ausfindig machen, damit es möglichst kurz leidend irgendwo im Gebüsch liegt und das muss dann sofort erlegt werden, damit eben das Leiden auf ein geringstmögliches Maß reduziert, beschränkt wird, wenn es sowieso schon, wenn es halt dann in Gottes Namen mal nur angeschossen sein sollte. Ist auch schon quasi unerwünscht, wenn man so möchte, dass das passiert. Man sollte also immer im Idealfall weitgerechterweise so schießen, dass das Wild sofort erlegt ist und fertig. Also so kurz wie nur irgend möglich leiden muss. In diesem Bereich gibt es einen Haufen Regelungen. Dann, zweiter Bereich der Weitgerechtigkeit, dem Wild eine Chance geben. Dass man also schon sich die Jagd, man könnte sagen, künstlich erschwert, damit das Wild mehr Chancen hat, einem als Jäger zu entgehen. Dazu gehört eben dieses Nachtjagdverbot oder das Verbot von künstlichen Lichtquellen, dass man also nicht snipermäßig mit Nachtsichtgerät im Wald hockt und dann alles niederbügelt, was in weiter Entfernung vorbeiläuft. Wäre sehr einfach, könnte man machen, ist aus diesem Grunde verboten. Das hat natürlich auch noch den Grund, dass noch eine gewisse Sportlichkeit, sportliche Herausforderung, wenn man so möchte, bei der Jagd erhalten bleibt. Das sagt der Jäger nicht gerne, das spielt aber auch sehr wohl eine Rolle. Und eine weitere Regelung dafür wäre auch, dass man in seinem halbautomatischen Jagdgewehr, was an sich schon teilweise verpönt ist, dass man sowas überhaupt benutzt, darf man, wenn man es benutzt, nur ein Magazin drin haben, das maximal 2 Kugeln umfasst. Also da darf gar nicht mehr reinpassen. Auf gut Deutsch, man kann zum Beispiel mit der Jagdversion eines G36 auf die Jagd gehen. Dann darf man aber nicht ein 30-Kugel-Magazin, wie es bei der Bundeswehr üblich ist, unten reinhauen, sondern bloß ein winzig kleines 2-Kugel-Magazin und man darf noch eine im Lauf haben. Man hat also nur 3 Schuss mit einer halbautomatischen Waffe. Bei einem Repetiergewehr, also einem, wo man nach jedem Schuss machen muss, kann man beliebig viele Kugeln unten dranhängen. Das spielt keine Rolle. Dann gibt es noch Regelungen, die so dem allgemeinen Tierschutz dienen. Zum Beispiel, dass die Jägerschaft Äsungsflächen anlegen muss. Dass auf Feldern Hecken von Jägern angelegt werden. Biotoppflege könnte man das zusammenfassend eigentlich nennen. Gibt es verschiedene Maßnahmen. Sowas machen die beispielsweise. Oder dass es sich... Auch die Fütterung ist was, was in diesem Bereich so irgendwo so geht, sofern sie halt in der entsprechenden Region gerade erlaubt ist, dass quasi das Wild in Notzeiten nicht dadurch leiden muss, dass es nicht seinen natürlichen Lebensraum zur Verfügung hat und deshalb gefüttert wird. Denn zum Beispiel im Gebirge würde das Wild im Winter ins Tal hinabziehen und da dann halt eben entsprechend fressen, wo der Winter nicht so streng ist. Das kann es jetzt nicht machen, weil im Tal wohnen wir und haben da unter Umständen Industrie oder Ähnliches. Und das muss man dann quasi aus Sicht der Weitgerechtigkeit dadurch kompensieren, dass man in Gottes Namen halt einzelne Fütterungen für das Wild anlegt. Wie viel, wie oft, wie häufig, für welche Wildarten, alles umstritten und regional unterschiedlich. Und die letzte typische Kategorie der Weitgerechtigkeit regelt das anständige Verhalten des Jägers zu seinen Mitjägern und die Repräsentanz der Jagd in der Nichtjägerschaft. Da sind also so Dinge drin wie darf ich mit meinen Mitjägern umgehen und wie nicht. So ethisch-moralische Verhaltensgrundsätze und so ein paar Dinge, die wirklich vorschreiben, wie man als Jäger mit Nichtjägern umspringen darf. Zum Beispiel
soll man einem Nichtjäger gegenüber nur eingeschränkt Jägerlatein, also die Fachsprache, die Jägersprache verwenden. Soll also zum Beispiel heißen, wenn man einem Nichtjäger erklären möchte, welches das schmackhafte Teil vom Reh ist, dann sagt man Rücken und nicht den unter Umständen dafür existierenden Fachterminus, den ich überhaupt nicht kenne. Auch sämtliche Teile eines Wildes haben zum Beispiel Begriffe wie Lichter, das sind die Augen, von Wildart zu Wildart unterschiedlich. Dann Federn, das sind die Haare auf dem Rücken eines Keilers. Der hat da so ein bisschen einen abstehenden Haarkamm, wenn man so möchte. Die nennen sich Federn, nur um mal zwei Beispiele gesagt zu haben. Komme ich im Thema jagdlichen Brauchtum nochmal dazu. Denn das jagdliche Brauchtum, also Dinge, die nur aus traditionellen Gründen eine Rolle spielen und keinen praktischen Einfluss auf die eigentliche fachliche Tätigkeit des Jagens haben, wenn man gegen die verstößt, dann hat man gegen das jagdliche Brauchtum verstoßen, aber nicht gegen die Weitgerechtigkeit. Denn Verstöße gegen die Weitgerechtigkeit sind unter Umständen sehr wohl strafbar und werden auf jeden Fall geahndet. Während Verstöße gegen das jagdliche Brauchtum unter Umständen auch geahndet werden, aber wenn, dann mehr so innerhalb der geschlossenen Jägerschaft durch ein paar Freibier beispielsweise. Okay, und jetzt kann ich euch mal die Jagdarten, die gängigsten, erklären. Ich betone die gängigsten, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Es gibt da jede Menge, insbesondere so tolle historische, die heutzutage keines Schwein oder so gut wie niemand mehr anwendet, die wahnsinnig selten sind. Die spielen in der Jägerprüfung noch eine Rolle, weil man die dann können muss, lernen muss, benennen können muss, irgendwie sowas. Aber in der Praxis sind sie wirklich kaum noch relevant. Wichtig sind die Unterteilungen der Jagdarten in eine Einzel- und eine Gesellschaftsjagd. Die Einzeljagd wird von einer Person durchgeführt oder ganz wenigen Jägern. Also zu zweit ist es immer noch eine Einzeljagd. Die Gesellschaftsjagd, das ist eine unterschiedliche Definition, je nach Ländersache. Aber vier Jäger sind in der Regel mindestens beteiligt. So, Treiber zählen nicht mit, es geht um Schützen. Bei der Einzeljagd ist jetzt so die typische Jagd und von vielen Leuten auch als die feinste Jagd angesehen, die Ansitzjagd. Das heißt, der Jäger begibt sich von seinem Fahrzeug, das er dabei hat, damit er gelegtes Wild nach Hause transportieren kann. Nicht, weil er faul ist, vielleicht ist er auch faul, das kann sein, aber das hat damit jetzt erstmal nur sekundär was zu tun. Von diesem Fahrzeug begibt er sich in der Regel vielleicht über einen Pirschpfad. Vielleicht parkt er auch direkt am Hochsitz, das soll auch vorkommen. Aber über einen Pirschpfad, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, den er vorher von Ästchen und Zweigchen und sonstigem Zeug bereinigt hat, damit er sich dort geräuschlos bewegen kann, begibt er sich nach Möglichkeit gegen den Wind zu seinem Ansitz. Das kann ein Erdsitz sein, also so ein bisschen verstecktes, kleines Bretterkonstruktionchen am Boden. Oder eben ein Hochsitz. Unterschiedlich toll ausgebaut mit einfach nur eine Bank mit einem Dach oder halt ein ganzer Bunker, in Anführungszeichen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben geschlossene Kanzel oder offene Kanzel heißt das dann. Und von dort aus hat er dann die Möglichkeit, in aller Ruhe das Wild zu beobachten, kann sehr genau und ruhig ansprechen, um was für ein Wild es sich handelt, gut im Sinne der Hege eben, dass man dann genau weiß, okay, ich habe jetzt dies und das und jenes rumstehen, kann dann einen sehr sicheren Schuss abgeben, weil er eine sehr gute Gewehrauflage hat in seinem Kasten, in dem er da hockt, oder halt eben auf dem Balken, den er sich vor seinem Sitzbrett montiert hat, je nachdem. Und ja, ist also eine sichere, recht erfolgsversprechende, einfache Art der Jagd, gibt dem Wild aber auch noch die Chance, einfach nicht vom Hochsitz aufzutauchen, weil es sämtliche Hochsitze kennt. Teilweise gibt es Regionen, in denen ist die Ansitzjagd deswegen auch sehr schwierig geworden, weil das Wild tatsächlich sämtliche Hochsitze kennt. Hat Nachteile, diese Jagdmethode, nämlich so ein Hochsitz kostet Geld. Und beschränkt natürlich die bejagbare Fläche auf das, was man vom Hochsitz aus sehen kann. Das sind so die wesentlichen Nachteile auch schon gewesen. Die Ansitzjagd ist eben halt der Klassiker, die man ohne größere
großen Aufwand einfach betreiben kann. Da kann der Jäger abends einfach rausfahren, zu seinem Ansitz gehen, sich da hinhocken und gut ist. Das ist von daher eine recht dankbare Angelegenheit, wenn man es jetzt so formulieren möchte. Ja, dann gibt es im Bereich der Einzeljagd noch die Pirsch. Die Pirsch ist so etwas, das eigentlich fast nur Berufsjäger richtig erfolgreich durchführen. Man benötigt enorm viel Erfahrung, man muss auch körperlich durchaus fit sein. Das ist ja nicht immer bei jedem Jäger gegeben. Da pirscht man, schleicht durchs Gelände mit dem Gewehr entsprechend, hat in der Regel traditionell noch einen Pirschstab oder Stock dabei. Das ist so ein wirklich langer Wanderstab, wenn man so möchte, den man verwenden kann, um eben das Gewehr dann dran zu lehnen. Legt da die Hand unten drauf, legt da sein Gewehr drauf, hat also eine Auflage, kann einen sicheren Stock, sicheren Schuss abgeben, eben in Verbindung mit diesem Stab. Ist nicht so gut wie im Hochsitz, aber doch noch einigermaßen okay dann. Ohne Stab wird schwierig, wenn alles ganz frei geschossen wird aus der Schulter. Muss man halt ein sehr guter Schütze dafür sein. Das geht natürlich auch und es gibt Beispiele, die das beweisen. Da gibt es auch sehr eindrucksvolle Videos auf YouTube übrigens, wo der eine oder andere pirschende Jäger da massenhaft Wildsäue erlegt. Ob das nun gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage, aber ein guter Schütze ist er definitiv. Die Pirsch hat den Vorteil, dass sie dem Wild eine sehr hohe Chance gibt. Und man muss sagen, wildbiologisch ist ein durch die Gegend streifender Jäger für viele Wildarten was ihrer Biologie entspricht. Muss man sagen. Also ein Wolf beispielsweise wäre, also der pirschende Jäger ist sozusagen das Prädant zum Wolf. Der Ansitzjäger, das ist mehr ein Luchs, der sich irgendwo versteckt und dann aus der Deckung heraus entsprechend losspringt und das Wild sofort erlegt. Pirschend wäre ja quasi das Wild entdeckten, flüchtet. Der Wolf würde die Verfolgung aufnehmen, der Jäger auf der Pirsch setzt dann halt an und schießt. Ist alles, wie gesagt, wie immer ein bisschen umstritten. Nachteil der Pirsch ist auf jeden Fall, dass man wirklich Profi sein muss, damit man dabei erfolgreich ist. Und zweitens, wenn man regelmäßig pirscht und viel pirscht, dann ist das im Revier das Wild auch nirgendwo mehr sicher, wird also beunruhigt. Es herrscht eine gewisse Unruhe im Wald. Dann kann man die Einzeljagd auch mit tierischer Unterstützung durchführen. Da wäre die Beizjagd zu nennen. Die wäre dann also quasi Falknerei mit dem Vogel auf Kaninchen, Hasen, Rebhuhn, Fasan und den Fuchs. Ja, dem ist nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, wie das dann genau abläuft. Meine Kamerafrau darf das machen, da braucht man auch nochmal einen Extraschein, Falknerei-Schein quasi zum Jagdschein. Und die meint, der große Reiz dabei ist eben die Verbindung mit dem Tier, das für einen jagt. Und das Tolle ist halt eben, der muss nicht zurückkommen, der Vogel. Der kommt also freiwillig zu dir zurück, weil er eine Beziehung zu dir aufgebaut hat, wie auch immer. Also das ist so... So die Grundüberlegungen, die sie mir dazu mal erklärt hat. Fand ich gut. Wie auch immer, das gibt's auch. Und dann gibt es das Frettieren. Wird gerne mal hin und wieder so genannt, die Jagd mit dem Frettchen auf Kaninchen im Bau, dass man also das Frettchen in den Bau lässt, das Kaninchen kommt raus, das Kaninchen wird dann gefangen und sofort erlegt oder sofort per Schrot erlegt. Das gibt es auch noch, nur mal ein paar Beispiele. Es gibt noch viel mehr Jagdarten, ich nenne ja nur ein paar Beispiele. Und dann wäre da die Jagd mit dem Hund. Da wäre die Suche als klassische Form zu nennen. Das ist eine Niederjagdform auf Niederwild. Man rennt mit dem Hund übers Feld, Hund läuft vorne weg, sucht das Feld ab, deshalb Suche. Wenn er was findet, es handelt sich um einen Vorstehhund meistens, im Fall der Suche immer ein Vorstehhund eigentlich, oder zumindest ein Hund, der vorstehen kann. Wenn er was findet, bleibt er stehen und deutet da drauf. Da könnte man zum Beispiel einen Pudelpointer verwenden. Ich finde diesen Namen so toll. Meistens nehmen sie dann noch das Pfötchen hoch und machen dann diesen hier und
gucken dann starr dahin, wo das Wild ist. Der Jäger weiß dann also, in diesem Busch da vorne sitzt eine Ente und geht dann dahin, schreckt selber die Ente auf, die Ente fliegt hoch. Der Jäger ist dann dadurch, dass er sie selber aufgeschreckt hat, natürlich sofort in Schussdistanz für Schrot. Das sind nur so 15 Meter oder was, viel mehr ist da schon unter Umständen schon noch ein bisschen mehr, aber die Schussdistanz bei Schrot ist nicht groß. Und kann dann die Ente, während sie wegfliegt, entsprechend vom Himmel holen. Das wäre jetzt ein Beispiel für die Jagd mit Hund. Dann gibt es noch das Stöbern mit dem Stöberhund. Da rennt der Hund. Also der Jäger positioniert sich an einer strategisch günstigen Stelle vor, zum Beispiel einer Dickung, wo Wildschweine drin sind. Dann braucht man einen, ja, unter Umständen auch scharfen Stöberhund. Ein Hund, der sich traut, ans Wildschwein auch ranzugehen. Das tut längst nicht jeder Hund, sinnvollerweise, weil kein Hund könnte dem Wildschwein wirkt, also einem alten Wildschwein zumindest nicht, gefährlich werden. Wie dem auch sei, der Hund rennt rein, treibt das Wild, wenn es ein sehr gut ausgebildeter Hund ist, tatsächlich in der Richtung aus der Deckung heraus, in der sein Herrchen steht. Und der Jäger kann dann entsprechend, aha, da kommt die Sau, peng. Unter Umständen noch die zweite Sau und dritte Sau und so weiter. Je nachdem. Im Fall von Sau ist es ja relativ unumstritten, dass die wirklich dringend reduziert werden müssten vom Bestand her. Ja, das wären jetzt so die Einzelwildarten gewesen, die mir jetzt spontan noch einfallen, ohne meinen verdammten Zettel, der ja immer noch fehlt. Kommen wir zur Gesellschaftsjagd. Die beiden relevanten Formen der Gesellschaftsjagd, es sind drei. Es gibt drei relevante Formen der Gesellschaftsjagd. Das erste ist der Sammelansitz, das heißt, mehrere Jäger sitzen zusammen an. Die sitzen dann oft auch in einer weit auseinandergezogenen Reihe, zum Beispiel am Rand von einem Feld, sodass quasi es nur einmal kracht, dann aber aus beispielsweise vier Gewehren gleichzeitig und eine Menge Wild in dieser einen Aktion erlegt werden kann. Die Beunruhigung des Wildes aber trotzdem nur bei einer Jagdaktion quasi liegt. Das wäre so einer der Gründe, weshalb ein Sammelansitz Sinn macht. Vielleicht ist es auch als Gemeinschaftserlebnis natürlich einfach für den Jäger im Fall von Jagd als Freizeit Vergnügen bzw. Sport, was ja zusätzlich zu den anderen guten Legitimationen ja durchaus dann auch eine Rolle spielen darf, wenn es zusätzlich erfolgt. Wenn die Jagd nur aus Freude und Spaß erfolgt, weiß ich nicht. Ich persönlich hätte damit meine Schwierigkeiten, wenn das der einzige Grund ist, weshalb man jagen geht. Gut, dann gibt es die Treibjagd. Die Definitionen von Treib- und Drückjagd, da habe ich schon mal in meinem entsprechenden In die Treibjagd geraten Video auf den Deckel bekommen, weil man meinte, die Definition, die ich da verwendet habe, wäre falsch. Ich habe jetzt nochmal recherchiert und es gibt mehrere Definitionen und es gibt durchaus, sagen wir mal, anerkannte Literatur, die die Definition, die ich verwendet habe, auch verwendet. Ich bleibe deshalb jetzt einfach mal dabei und ergänze noch ein kleines bisschen. ist nicht so einfach, was zu definieren, was sich nach den allgemein anerkannten Grundsätzen der Waldgerechtigkeit richtet, weil die sind halt eben nun mal nicht fixiert. Das ändert sich auch ständig. Es gibt da keine wasserdichte Definition für all diese Dinge. Eine Treibjagd ist in der Regel eine Jagd mit Treibern und Schützen, bei denen die Treiber niederwild auf die Schützen zutreiben. Soll heißen, zum Beispiel Kaninchen, Hasen, den Fuchs, Marder, sowas. Und dabei wird Treiber plus Hunde. Die Hunde schrecken das Wild auf, die Treiber machen auch unter Umständen Lärm. Es ist eine laute Jagd, wenn man so möchte. Das Wild wird in, jetzt könnte man fieserweise sagen, Angst und Schrecken versetzt, rennt dann wirklich durch die Gegend, rennt aus der Deckung raus, in der es sich vorher unter Umständen noch befunden hat, auf die Schützen zu und die erlegen das Wild dann oft auch mit Schrot. Deshalb Niederwild, da kann man es auch relativ gut noch treffen, wenn es in schnellem Schritt unterwegs ist. Und ja, das wäre eine Treibjagd. Wird nicht mehr so oft gemacht, ist, sagen wir mal, rückläufig, die Häufigkeit von Treibjagden. Dann die Drückjagd, das ist die, ja, laienhaft könnte man sagen, langsame Form der Treibjagd auf Hochwild und Reh.
also in der Praxis in Deutschland in nennenswerten Mengen eigentlich auf Schwarzwild, Rotwild, Rehwild. Anders als bei der Treibjagd gibt es vergleichsweise wenig Treiber. Die haben möglicherweise Hunde dabei. Die Hunde sind dann aber still und bleiben beim Herrchen. Und das Wild wird langsam auf seinen natürlichen Wechseln, also den Wegen, die es normalerweise auch verwendet, relativ ruhig und ohne große Stress für das Wild abgetrieben. Ohne zu rennen, also es wandert sozusagen in Richtung der Schützen, die sich an den bekannten Wildwechseln positioniert haben. Und die Schützen haben dann genügend Zeit, wenn das Wild in Sichtweite kommt. Die Treiber sind auch noch weiter weg, weil da einfach ein größerer Abstand ist zwischen Wild und Treiber. Haben die Schützen reichlich Zeit, das Wild in Ruhe anzusprechen, auch zu schauen, was ist es, was schieße ich jetzt, wenn ich jetzt schieße. Und ist nach Meinung vieler Jäger somit die weitgerechtere Form der Bewegungsjagd. Und dann wird halt entsprechend teilweise auf Kommando, teilweise quasi dann geschossen, wenn der erste Schuss gefallen ist. Jeder hat bis zu diesem Zeitpunkt schon gezielt und es werden 1, 2, 3 Salven abgegeben. Nach Möglichkeit mit möglichst großem Erfolg, dass dann relativ viel Wild da liegt. Wenn Bewegungsjagd, also Treib- oder Drückjagd, dann sollte da auch immer möglichst viel geschossen werden. Also es gibt keine, aber nicht so viel Schießen, Bewegungs- oder Drückjagden. Das wüsste ich nicht, dass das mal vorgekommen ist.